Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Lite. Ja, die Farm haben wir in der letzten Folge halbwegs fertiggestellt sogar. Jetzt fehlt auf jeden Fall nur noch, ganz im Allgemeinen gesagt, der Feinschliff. Sprich eigentlich nur noch die Fackeln im Grunde genommen. Und da wollen wir mal noch ein bisschen kleine Akzente jetzt hier setzen. So, haben wir hier noch ein paar Fackeln, ja. Haben wir alles noch da? Okay, dann. So, wie gesagt, ich weiß jetzt leider Gottes, weiß ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja. Oh, dieses Wild, Mann. Ja, okay, mit 3 funktioniert es auf jeden Fall, wenn man das in 3er Schritten macht. Dann sieht das ja ganz gut aus hier. Dupp. Na gut, hier müssen wir dann halt 4er Schritt machen, aber hier geht auf jeden Fall, 3er Schritt von den Fackeln her. Ja, hier wohl, ach stimmt, hier mussten wir ja 4er Schritt machen und dann machen wir hier 3er. Da auch nochmal 3er. Und da nochmal 3er, damit hier auch ja nichts spawnt oder sowas in die Richtung. Das wäre auch natürlich wieder so ein ganz schlechter Fall. Wir machen das alle 2 oder machen wir das alle 3? Das weiß ich jetzt noch nicht. Alle 3 oder 2? Aber aufs Half-Slabs können wir gar nichts draufballern. Also draufsetzen. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier noch was. Okay, so, zack. 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 Sein war falsch. Nö, eigentlich nicht. Ah, ist auch schon wieder um eins versetzt hier. Das gefällt mir nicht. Das möchte ich so nicht. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, machen wir das hier noch so auf 2. Dann haben wir hier oben, müssen wir auch wieder was setzen. Dann hier, 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 hier. Und da. Oh, ist das jetzt eins zu viel? Nee, passt genau. Da noch eins. Und dann hier noch eins. So, na komm. Top. Seht schon, ich setze das jetzt vielleicht auch teilweise oben ein bisschen mehr oder weniger auch wahlweise schon wieder hin. Aber was muss, das muss, ne? So. Okay, das sieht gut aus hier. Dann machen wir hier. Ah, hier oben kann man glaube ich gar nichts platzieren, ne? Hier noch was, wenn wir das so machen würden, ne, können wir dann rein theoretisch hier oben noch was platzieren drauf. Jo, dann lassen wir das so. Sieht ja an sich ganz ansehnlich aus, denke ich. Okay. Gut, ja, ist auch ziemlich synchron insgesamt betrachtet. So, dann müssen wir hier drin dann auf jeden Fall jetzt nur noch was machen. Wir haben ja schon die ganze Zeit, haben wir ja schon gesagt, dass wir hier dran was machen müssen. So. Was haben wir jetzt noch gehabt? Ah, ich brauche Zäune. Ich brauche Zäune. Zäune, ganz viele Zäune. So, das heißt, wir haben hier... Ja. Oder nehmen wir... Achso, das ist ein... Das wäre ein anderer Zaun, ne? Wäre dann ja kein Birkenholzzaun. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob dahingehend unterschieden wird. Mal schauen, wie bastelt man nochmal so einen Zaun. Das sind natürlich auch nur die... Nee, doch, klar wird... Also da wird er definitiv nicht unterschieden. Das ist ja egal, aus welchem Stock der hergestellt wird eigentlich. Okay, gut, dann wird hier nicht unterschieden. Das ist schon mal gar nicht allzu schlecht.
So, dann bastel ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5 zusammen. Hier komme ich gar nicht mehr drüber dann, ne? Ha. Und hier müsste ich dann eigentlich wirklich halt anfangen damit, ne? Das halt aufzubauen. Könnte halt gegebenenfalls auch mehrere meinetwegen machen oder lass hier einen größeren Platz zum Beispiel für irgendwelche Gerätschaften oder sowas in die Richtung noch. Na, aber müsste hier dann halt auf jeden Fall jetzt hier so langsam dann anfangen damit. Mit der Technik im Allgemeinen, kann man ja so sagen. Und hier dann halt noch den Fütterer zum Beispiel halt noch mit drauf. Und hier würde ich dann meinetwegen Schweine hinmachen oder sowas in die Richtung. Und ich denke, wir werden jetzt erstmal nochmal damit anfangen. Hatten wir schon eine Melee-Turtle gebaut? Ne, eine Melee-Turtle hatten wir noch nicht gebaut. Womit fangen wir jetzt an? Das ist eine gute Frage. Oh, der zweite Baum ist auch gewachsen. Wir können auch erstmal vielleicht noch unsere zweite Baustelle vielleicht auch erstmal noch zu Ende bringen. Dass wir... Wobei wir ja eigentlich auch nochmal uns auf den jetzt nochmal schauen müssen. Moment, so... Zäune, brauchen wir jetzt noch Zäune eigentlich nicht, gerade für den Moment auf jeden Fall nicht. So, Knochen können weg. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz, dann haben wir hier noch Erde, das kann auch erstmal weg. Ja, dann müssen wir mit dem Marble, müssen wir halt direkt mal was anstellen. Dass wir das halt gleich mal noch zu Ende gebaut bekommen, weil wenn wir schon mal dabei sind, ne, dann können wir das auch noch zu Ende bauen. So, das Feuerzeug habe ich auch schon die ganze Zeit hier mit im Inventar. Das habe ich jetzt ja auch noch nicht weiter wieder benötigt. Schon wieder dunkel? Nee, ne? Nee, diesmal wird es noch nicht dunkel. Okay, dann bauen wir hier das ja auf jeden Fall das Haus mal noch zu Ende und dann werden wir in der nächsten Folge dann an die Farm herangehen. So. So, zack, zack, zack. So. Ich will ja ganz gerne noch die Villager in mein Haus bringen, muss ich sagen. Wenn die halt wirklich in meinem Haus sind. Oh, jetzt habe ich hier. Jetzt nehme ich hier den Marble oder was? Ja, es wird immer wieder das Falsche dann ins Inventar gesteckt. Und deswegen verbaut man sich dann halt immer. Oh. Bauermüdung. Strange Energies. Kann es daran liegen, dass ich diese Wand of Excavation benutze? Das könnte natürlich auch noch ein Hinweis drauf sein, dass man, wenn man die Wand of Excavation oft benutzt, dass dann die... Nee, aber das kann ja eigentlich... Das würde ja eigentlich gar keinen Sinn ergeben, oder? Aber es würde ja eigentlich mit zum Zaubern gehören, ein Stück weit. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ja wirklich schon jetzt geschätzte 10 Folgen oder 15 Folgen oder sowas in die Richtung nichts mehr in den Kessel reingehauen. Ich bekomme jetzt die Meldung auf dem Server hier. So, diesmal habe ich es gesehen mit dem Marble Brick. Ja, aber ich verbaue mich trotzdem. Ich höre auch schon wieder ein bisschen Lava. So, dann müsste ich eigentlich auch nochmal in der Folge ja nochmal nachschauen, damit ich wirklich die Turtles nochmal angeschmissen bekomme. Mir auch gleich nochmal das Koks dann rausnehmen, das Koks. Und, aber so viel dürfte bisher noch nicht produziert worden sein wieder. Das dauert nämlich bei diesen, ja, wie soll man sagen, bei dieser Kokerei relativ lange, bis da wirklich dieses Koks halt so entstanden ist. Haben wir hier noch was? Ne? Hier haben wir noch ein bisschen Marble Brick. Oh, ich habe schon wieder viel. Ich habe 4 Stacks gesammelt, ne? Und das reicht scheinbar wieder nicht aus. Beziehungsweise, wenn dann wirklich auch nur ganz knapp. Wie aber auch nur, weil ich noch ein bisschen was von dem ganz normalen Marble im Inventar habe. Wir brauchen 20 pro Linie, sehe ich gerade. Ja, doch schon ganz schön viel, ne?
Hier oben brauche ich ja auch schon wieder dann Fackeln demnächst. Oder weitere Fackeln. Also gut, das müsste ich, kann ich mir auch so hier craften im normalen Inventar. Okay, zack, zack. Okay, das müsste dann jetzt hier allerdings noch gerade so ausreichend sein. Nee, komm ich hier, komme ich noch nicht ran. Drei sind es noch. Ja, es reicht knapp. Richtig knapp. Okay. Hinten hatten wir, glaube ich, noch keine Tür hingebaut, oder? Da ist das noch nicht wieder zugebaut. Dachhälfte hier. Dann muss ich mir gleich mal noch ein paar Fackeln bauen, damit hier oben wirklich auch wieder nichts spawnen kann. Ah, 20. Oh ja, also diesmal hat wirklich das Maul richtig knapp gereicht. Muss man auch mal loben. Muss man auch mal festhalten, dass es knapp gereicht hat. So, hier ist unser Dingens. Hier ist es auch gerade ziemlich düster. Eine düstere Angelegenheit hier. Einfach erstmal irgendwie setzen, damit hier auch erstmal ja nichts spawnen kann. So, genau dasselbe machen wir jetzt weiter mit unseren Dingen. Wir brauchen mal wieder ein paar Stickies. Machen wir hier daraus mal ein paar Stickies. So. Zack. Was haben wir hier eigentlich noch? Ist das Obsidian? Ah ja. Hatten wir so viel Obsidian noch gefarmt gehabt? Okay. Achso, ja, Kohle, genau. So, zwei Stacks. Sollte erstmal reichen. So. Ja, ich denke, das sieht doch im Allgemeinen schon mal sehr, sehr gut aus hier. So, sind wir auch in dieser Folge schon mal wieder relativ weit vorangekommen. Haben wir noch ein bisschen was an Pflasterstein? Ne, haben wir nicht. Wir müssten halt wirklich nochmal reinschauen zu unserem Turtles. Wobei, wir haben jetzt keine Kohle mitgenommen oder sowas, ne? Die müssten wir ja grundsätzlich mitnehmen, damit wir die Turtles nochmal angeschmissen bekommen. So, wo hatten wir das? Die Kohle hatten wir hier ein bisschen was noch. Ah, und da merkt man schon, wie schnell die Kohle halt alle wird, wenn man halt das über die Dingens macht, über die Turtles, oder mit den Turtles ein Stück weit halt auch arbeitet. Ah, Mist. Ja, glaub ich. Gehe ich halt so raus. So. Okay, gehen wir mal rein. Oh nein, OMG. Ei. Die Turtle ist hier gerade fertig, die entlädt scheinbar auch gerade was. Ah. Und macht die gerade noch weiter? Weiß ich gar nicht. Ah, hier ist es auf jeden Fall richtig gefährlich. Ah, die hat hier auch nur das Übliche. Da ist wirklich auch nicht viel vorhanden. Hier müsste ich eigentlich auch mal zubauen. Das können wir, denke ich, mal machen, dass wir mal mit dem Pflasterstein, was wir hier haben, das hier mal zugebaut bekommen oder sowas. Oh, das ist aber auch gefährlich hier, ey. Das ist aber auch gefährlich mit der Lava. Ah, da müssen wir. Ich denke, da werden wir das so machen, dass wir hier von der Kiste aus rangehen. Ja, aber gestern alles rangehen. Ja, die catet gleich ein bisschen was. So. Ah, das ist ein komplettes Lavafeld, ne? Ah, ein bisschen, einen kleinen Eimer haben wir ja auch noch. Wie viel da draus geworden ist hier.
Ja, deswegen hat der Black wahrscheinlich auch ein Ding jetzt gemacht. Oh, hier ist ja auch noch was. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ungünstig hier oben bei der Turtle auf jeden Fall erstmal. Ja. Ja, okay, dann müssen wir hier erstmal. Oh, hier bin ich. Alles voll mit Lava. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.